Handy klingelt. MC Smoke am anderen Ende. Hallo. Ich hab bisschen Angst, er fragt mich an für seinen Kalender. 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 Ja, lieber Fruity Luke, herzlich willkommen in meinem Warenhaus, in meinem Erotikkalender Warenhaus. Hallöchen. Wie fühlst du dich hier zwischen Kalendern und mehrfachen Bedrucktheiten unseres Fotos für den September? Ja, ich sehe das Bild auch direkt und bin sehr angetan, wie... Ich finde, wir sehen einfach aus wie ein richtig schönes Pärchen auch, ne? Ja, auch verrückt, ne? Wo ich dir da, man sieht es ja nicht auf dem Foto, aber wo ich dir da unten hingreife. Herzhaft, richtig herzhaft. Wild, ne? Auch hat mir auch gut gefallen. Also ich gucke so ein bisschen, ich schweife ein bisschen ab auch mit den Gedanken, ja, ne? Ne? An andere Zeiten so, ne? Ey, auch ob die Leute den Spruch checken werden. Normalerweise immer plump, immer dumm. Aber für den September 2021 sollte auch ein sehr, sehr intellektueller Monat werden, weil wir beide in diesem Monat auch Geburtstag haben. Genau, du am 30. ne? Richtig, ja. Ich am 22. Richtig, ja. Ja, nee, also ich glaube, wir haben das auch zusammen entworfen, diesen Spruch, ne? Ja, kam oder? Irgendwie so, ja. Ja, ich glaube, das kam irgendwie, ich bin eine Jungfrau vom Sternzeichen. Genau, ich eine Waage und ja, den Rest könnt ihr euch vielleicht... da muss man nur eins zusammenzählen. Ja, zusammenzählen, ne? Was wir da, also das ist echt schön. Auch, wir wollen nicht zu viel spoilern, aber genau. Wo da hingegriffen wird, was man nicht sehen kann, das wäre auch... Das weiß nur der liebe Gott. Ja, richtig. Das weiß nur der liebe Gott. Da sind wir auch schon beim richtigen Thema, beim lieben Gott, nämlich bei mir. Kam es eigentlich so, dass du auch angefangen hast zu rappen wegen mir? Oder wie war das? Startst du direkt rein. Das ist der verfickte Schnack, mein Lieber. Ja, stimmt nicht. Ich habe wieder durch dich angefangen zu rappen. Mhm. Ich habe meinen ersten Song mit... 15? Ich glaube, ich war so 15 Jahre alt. Oder 16, sagen wir mal. Ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. Ich war 15, 16. Und das war so auf so einem Necro-Beat. Kennst du noch Necro? Ja. So, ne? Und das war ganz schrecklich eigentlich. Das war so super, der Beat. Also ich habe den auch super oft gehört noch irgendwie. Und wir haben so Part für Part auch gerappt. Das machen wir heute auch nicht mehr. Also doch, wir cutten noch so, aber das war so, wir haben Part für Bar aufgenommen und das war... Ey, das so. Machen heutzutage ganz viele wieder. Ja. Weil die nichts können. Loser. Ja. Und ich weiß, kennst du den Song? Auf einen deiner Geburtstage war der doch mal auf CD gebrannt, ne? Ja, ich war da schon ziemlich besoffen, also ich kann mich nicht dran erinnern, aber er lief. Panzerflow und so, das war noch die Hook. Du hast auch eine Zahn, also auf dem Cover, also was deine Freunde dir dann zum Geburtstag gemacht haben, also war ein älteres Foto, ne? Du mit Zahnspange und so. Ja, ich war so, da war ich so ab, nee, 11 habe ich eine Zahnspange. Ach krass. 11, 12 habe ich eine Zahnspange, ja, genau. Okay. Nee, da habe ich aber nicht angefangen zu rappen, da war ich wirklich so 15, 16 und dann habe ich gar nicht gerappt, also dann habe ich... erst wieder mit, wann haben wir uns kennengelernt? 2021 war ich so? 2021 in dem Jahr haben wir uns nicht kennengelernt, aber warst 2021, ja. Ne, genau. Da habe ich wieder angefangen, habe ich tatsächlich wieder angefangen zu rappen durch dich quasi. Dachte ich mir, der Junge gibt mir Reichweite, da kann ich was abgreifen. Ja, ja. Ich mag dich ja eigentlich auch gar nicht. Nee, klar. Das ist ja auch. Ich hänge echt nur mit dir ab, damit ich so ein bisschen was abgreifen kann von deinen Fans. Ich merke das schon, du bist eigentlich immer nur hier, auch in meinem Studio, derzeit Warenhaus, um eigentlich aufzunehmen oder so. Ja, ob ich dich denn mal für ein Thriller-Video filme. Ja, genau, sowas halt. Aber so warst du halt schon immer, ne? Du wolltest einfach immer dahin gehen, wo du was abgreifen konntest, richtig. Weil du warst dann ja, also nachdem du kurz gerappt hattest, so ein bisschen so aus Spaß, Bar für Bar, was du in einer Hardcore Band, so richtig? Eine Rockerbande, wie ich immer früh gesagt habe. Ja, erzähl mal darüber. Bad Habit war euer Name. Wie kam das zustande und wie war die Resonanz? Na, Spaß. Bad Habit war ein absolutes, wie soll ich das sagen? Also das war mit meinen drei guten Freunden haben wir eine Band gegründet und ich habe immer die Hardcore oder ich habe immer sehr viel Punk gehört. Es war immer so phasenweise. Erst habe ich super viel Hardcore gehört mit 11, 12, 13, 14, 15, dann irgendwie angefangen mit Hip-Hop, dann gar kein Hardcore, gar kein Punk mehr gehört, gar keinen Bezug mehr dazu gehabt. Und dann so mit 18, 19 habe ich beides wieder gehört. Aber wirklich beides extrem. Und dann haben wir mit, da war ich so 19 oder 20, nee, 19 war ich,
dann haben wir diese Band gegründet. Und ja, es war eine sehr lustige, wilde Zeit. Wir waren am Anfang auch echt kacke. Es war halt so, weiß ich nicht, es war so richtig Klischee und auch so Klischee-Texte und. Auf Englisch alles, ne? Auf Englisch, ja. Und es war halt auch so, du kannst ja nicht auf Englisch dich so ausdrücken, wie du das auf Deutsch kannst. Und es war so voll pathetisch. Also, du hattest das auch schon, du hattest das dann quasi, du warst auch nach dem Abitur irgendwie ein halbes Jahr in Neuseeland oder so. Ja, genau. Müsstest du ja deine Englisch-Skills so ein bisschen aufgebessert haben. Aber davor war schon die. Hardcore-Bands. Genau, davor hatten wir schon uns gegründet und dann. Also wurde das Englisch mit der Zeit eigentlich dann besser? Es wird besser, ja, ja, ja. Ich war auch schon immer ganz gut in Englisch. Also, das ist auch, ich habe auch sehr viel Musik gehört und dann bei Genius irgendwie Texte gelesen. Ja. Dann habe ich so mein Englisch, also schon immer Mathe scheiße und Sprache gut sozusagen und habe mir da schon zugetraut, auch irgendwie da korrekte Texte. Also, es ist ja von der Grammatik oder Rechtschreibung ist ja alles. Okay. Naja, aber einen coolen Text zu schreiben, ja, genau, zu fühlen, ist was anderes. Du klingst jetzt nicht wie ein Kendrick Lamar, wenn du mal irgendwie dich gut ausdrücken kannst. So, ja, ne? Nee, hast komplett recht. Es war schon ein bisschen cringe, würde ich sagen, auch jetzt so nachblickend, wie nennt man das, rückblickend. Ja. Aber ja, so war das halt, ne? Mit 19 war schön. Aber ihr hattet ja auch mit Bad Habit, das war vielleicht auch das Schöne bei euch in der Hardcore-Szene, ihr hattet wirklich Auftritte, so, ne? Ihr wart ja irgendwie so. Absolut. Ihr hattet jetzt nicht die Listener, wie man jetzt mit Musik mittlerweile hat. Wenn man Rap-Musik macht, hat man das relativ schnell Listener, aber ihr hattet einfach Auftritte, was halt die Listener haben, heutzutage im Hip-Hop nicht haben, ne? Das hat sich auch komplett über Auftritte definiert. Also, wir hatten da nie irgendwie einschlägige Zahlen, wo wir das nachverfolgen konnten. Wir hatten Bandcamp. Ich weiß gar nicht, ob du mal Bandcamp hattest. Nee. Hast du mal was hochgeladen? Nur gehört, aber selbst nie hochgeladen irgendwie. Ja, das war so das Medium für Punk-Bands, Hardcore-Bands ist es auch immer noch. Du kannst halt gratis deinen Kram hochladen. Ja. Und wir hatten da gar keinen Überblick, wer uns jetzt hört. Also wir haben das nur gesehen, du hast sowieso in der Hardcore-Szene lebst du von dem Live-Auftritten. Und wir sind, wie du schon richtig gesagt hast, wir hatten echt eine Zeit lang, hatten wir fast jede Woche irgendwo einen Auftritt. So, wir haben unfassbar viele Auftritte gespielt, die auch, ich würde jetzt nicht sagen, erniedrigend waren, das wäre ein falsches Wort, aber es ist in dieser Szene manchmal wirklich hart aufzutreten vor Leuten, die eigentlich so auf, sage ich mal, sehr tolerant machen und diese Musik dreht sich ja um Toleranz, Antirassismus, Anti-dies, Anti-das. Nur wenn du dann da stehst, es steht so als Sänger ist es vor allem am schlimmsten, du kennst es selber, wenn du mal einen schlechten Auftritt gespielt hast, aber eigentlich sind die Leute da, die Bude ist voll, spielst dann Support für andere Bands und es ist super schwer, Support zu spielen und die Leute machen so diesen dieser Ovalkreis. Diesen, so, ne? Und da kommen wir noch später drauf zu sprechen, zu sagen, ey, traut euch noch ein Schrittchen ran und so, ne? Das Digga, ist halt. Ich musste auch kurz eine Story erzählen. Da war unser Bassist Joshua war gar nicht da, der war im Ausland auch fürs Studium und wir hatten auch einen anderen Ersatzbassisten, den Tarek. Und wir waren irgendwo in Krefeld, haben wir eine Show gespielt für recht bekannte Hardcore-Bands damals. Und es waren so viele Leute da. Alle waren draußen, wir haben Support gespielt, waren ja auch nicht scheiße oder so. Wir waren irgendwie experimenteller und so, wir waren die erste Band. Und es hat mir so weh getan, dass dann eigentlich so viele Leute da sind, die dafür auch Geld bezahlen. Ja, und nicht für den Support. Genau, nicht für den Support, die dann uns dann halt, nicht. Und dann die Leute, die da waren, und dann hast du schon gerade gesagt, sagt man so, kommt nochmal, das ist schon erniedrigend genug, wenn man sagt, kommt schon mal. Das ist Support-Game im Endeffekt. Also ich hatte das zum Glück dann irgendwie so mit Moneyboy-Vorgruppe immer anders, weil wir als Gang schon gefühlte Stars waren für die Leute vor Ort, aber ich kenne auf jeden Fall noch andere Vorgruppen. 2012 das bei hart, PA Alter. Sports und Alpagan habe ich Vorgruppe gespielt, hör mal, das war auch krass, ey, wir kamen auf die Bühne und die Leute dachten, wir sind die größten Hurensöhne, die es jemals gab, aber wir konnten zum Ende einige überzeugen, dass sie auch tatsächlich CDs gekauft haben und ich glaube zwei, drei Leute, das mit denen die hatten mir dann noch irgendwie, jetzt keine Ahnung, letztes Jahr noch geschrieben und meinten so, yo, wir haben irgendwie richtig cool, also da hat sich doch irgendwie was entwickelt, aber ja, Support spielen ist super hart. Aber das wollte ich nur kurz sagen, weil das ist nämlich auch die richtige Einstellung. Weil ich war nämlich damals so angepisst, weil ich hatte auch damals so eine ganz kurze Zündschnur irgendwie. Ich war damals so 20, 21 so, die Hormone spielen verrückt. Ja, ja, ja. Nee, aber jetzt ganz ehrlich,
Keine Ahnung, ich stand da auf dem Bühne. So eine Latte auf der Bühne einfach bekommen. Nein, ich bin komplett ausgerastet. Ich meinte so, was soll die Scheiße? Das gibt's nicht in irgendeiner anderen Szene. Da sind die Leute tolerant. Das stimmt ja gar nicht. Nee. Stimmt ja überhaupt nicht. Da warst du noch vielleicht in der tolerantesten Szene überhaupt. Eigentlich schon, genau. Jetzt, also da denke ich mir jetzt auch, mein Gott, da hast du einfach mal cool bleiben müssen. Vielleicht hättest du den einen oder anderen noch überzeugen können. Ich glaube, ich habe an dem Abend gar keinen überzeugt, weil alle denken sich nur, wer ist der denn? Ja, wer ist er denn? Er macht hier voll den... Negative Energie. Ich war einfach angepisst, es waren so viele Leute da, sehr viele Freunde und Freundinnen und alle waren draußen. Ja. Ich war halt irgendwie angepisst und man wird für seine Musik dann nicht so geschätzt. Heute bin ich anders, heute trete ich auch vor 3 Leuten auf und mache eine geile Show, weil ich denke mir mittlerweile, ey, du kannst lieber 3 Leute überzeugen, statt eine Scheißshow zu spielen, weil du dich irgendwie für was. Ja, Besseres ist auch so ein Ego-Scheiß am Ende. Es ist absolut ein Ego-Scheiß. Da ist keiner, wenn du Support spielst, wegen dir da, so, außer. Ja, ja. Außer MC, ihr wollt, also MC Smoke spielt irgendwo Support, sondern das ist natürlich ganz anders. Dann kommt gar keiner. Ja, eben, genau. Dann gibt es diese 3 Leute nicht. Das führt mich auch dazu, dass ich dann ja auch tatsächlich von dir mal einen Auftritt gesehen habe in einem Asta-Keller. Und ja, da schon. War aber die Stimmung ja ganz anders. Also, das war ja wirklich Duisburg, dankbar. Ne? Genau, das war ja wirklich. Also es war super geil, also da waren Leute, ne, die haben diese Hardcore-Moves gemacht, sich dann wirklich, also Moshpit im Hip-Hop, was man immer so schön dann sieht, das ist ja ein Witz dagegen, was im Hardcore passiert, da fliegen Zähne und das ist schon ein anderes Level, ne? Ja gut, es sieht manchmal auch eher aus wie so eine missglückte Turnübung bei vielen Hardcore-Shows, es ist auch teilweise oft so ein ekelhaftes Männlichkeits Stierhormone. Ach, das oder auch, okay. Ja gerade da. Also gerade da, also du, so alle machen immer so tolerant, aber im Prinzip erreichst du mit so einer Mackermucke ja auch keinen manchmal so. Okay, wir haben immer so versucht, also jetzt nicht, um uns so in den Olymp jetzt zu lobhudeln, aber wir haben immer versucht, nicht immer ganz auf diese ganz komischen Klischee-Mosch-Parts hinzuarbeiten. Wir haben versucht, viele Sachen rauszuholen aus dem Stoner-Bereich, Classic Rock. Wir haben also wenn ihr euch wirklich interessiert, würde mich auch sehr freuen, wenn sich das jemand gibt noch. Bad Habit gibt's bei Bandcamp, könnt ihr euch gerne reinziehen. Das habe ich letztens noch mit Jonas, unserem Drummer, gehört, auch ein guter Freund von mir. Ist ein schönes Stück Musikgeschichte für mich. Ja, das glaube ich dir. Ja, und so. Dann war es ja so. Du hattest dich, genau, nach dem Abitur warst du in Neuseeland und dann hast du dich für Politikwissenschaft in Duisburg eingeschrieben. Und dann hast du bei der Immatrikulations, beim Termin, warst du dann da und dann hast du dort eine gewisse Person nicht getroffen, aber du hast sie von Weitem gesehen und hast gedacht, nee, das ist der doch nicht, oder? Absolut. Wer war diese Person? Das war mein späterer Dozent. Nein, Quatsch. Ich leite es jetzt. Du feierst dich auch selber gerade. Ne? Mega. Nee, ist okay. Ich bin einfach so geil. Ja, Marc, ich habe dich getroffen. Ja. Nee, ich weiß auch noch genau, wie das war. Das war. Ich bin einfach so geil. Ja, nee, du hattest, glaube ich, gerade diesen Joyce TV-Kram gehabt mit Moneyboy. Nee, das war davor. Das war davor. Glaube ich sogar, ja. Dann kann ich dich davor schon? Ja. Crazy. Also davor. Natürlich. Ich habe dich gesehen, also du kamst auch wie so ein Hip-Hop-Vogelscheuche. so ein lustiger Körperklaus, auch so ein bisschen wie ich. Und ich hab gedacht, nee, das kann nicht MC Smoke sein. Der kommt bestimmt irgendwo aus Bayern, so wie der aussieht. Ja, ich sehe aus wie ein schwäbischer Kartoffelbauer, das sagen alle mal. Ja, und dann habe ich meinem Homie Aaron damals geschrieben, und so, hey, ich habe so einen Typen heute in der Uni, ich habe mich für diesen Uni-Scheiß eingeschrieben und da habe ich irgendeinen Typen gesehen, der sieht aus wie MC Smoke. Und der ist, ach Quatsch. Ja. Und dann haben wir dich bei Joyce gesehen und dann habe ich dich tatsächlich, glaube ich, dann ging es immer weiter mit deiner Karriere auch und so und dann habe ich dich im Bus gesehen. Davor, oder? Soweit ich es weiß, also ich habe mich ja auch für Politikwissenschaften eingeschrieben, genauso wie du. Also und ich hatte, da gab es eine Facebook-Gruppe, wo alle neuen, also Erstis drin waren und ich hatte irgendeine Frage zum Anmelden. Ja! Und dann, da ich schieß mit meinem Privataccount noch MC Smoke, weil ich zu der Zeit auch gar keine Like-Seite hatte. Für mich war dieses ganze Social-Media-Game das kann man jetzt kaum noch mehr glauben, aber für mich war es komplett egal. Also ich habe da nichts drauf gegeben. Ich habe einfach nur Musik gemacht, so bei YouTube irgendwie hochgeladen.
Ja, genau. Und dann hatte ich einfach als MC Smoke kommentiert und dann hast du mir 3 Sekunden später sehe ich Luke kommentiert. Luke Skywalker damals Luke noch. Skywalker, ja. Luke Skywalker. Alter, MC Smoke studiert mit mir. Ja, stimmt. Ich glaube, das war das. Ja, und dann haben wir uns irgendwann im Bus gesehen, da habe ich direkt gemerkt, okay, du, da war ich natürlich... Ich habe dich so angeguckt, ich war so ein bisschen verhalten. Ja, aber... Dann bin ich so auf dich zu, dann saß du da auch mit Igor und ich weiß gar nicht wem noch. Und ihr habt über irgendwas geredet, ich bin direkt mit ins Thema eingestiegen. Ja, ja. Das kannst ja gut, dieses Socializen, muss man dir sagen. Du nutzt die Sprungbretter. Nee, hochgeschlafen. Nee, was, also klar, so, es ist halt, das bin ich seit der Zeit irgendwie gewohnt, immer wenn ich irgendwo bin oder ich lerne irgendwo Leute kennen. Du bist einer angestarrt. Von einem gibt es immer diesen Kommentar, yo, bist du der? So, das ist, weil im Internet meinst du? Ich meine, im realen Leben, egal. Ah. Also ich war, keine Ahnung, ich war Anfang letzten Jahres. Es war so eine humanitäre Veranstaltung, sag ich mal, war das. Gegen Rauchen da den. Nee, das war vom. Oh, wer ist das nochmal? Ich hab's vergessen. Da waren nur ältere Leute, aber da war ein junger Mensch und der wusste auch so, yo, MC Smoke ist hier. So, ich war mega privat da. Crazy. So. Ne, also das hat man einfach seitdem irgendwie immer. Das nervt auch dann irgendwann manchmal, ne? Ja, aber bei mir sind es noch so wenig, dass ich mich dann ja eher freue, so gesehen. Ne, das wollte ich gerade sagen. Es ist ja krass, wenn man. Ich bin nicht so bekannt, aber stell mal vor, Leute, die so. 5-mal bekannter sind, Alter, die können ja gar nicht mehr draußen richtig rumlaufen. Ich mache ab und zu mal ein Foto. Die natürlich sind noch 50-mal bekannter oder 100-mal. Ja. Na, das finde ich schon krass, aber da habe ich in der Uni gemerkt, darauf wollte ich jetzt eigentlich auch hinaus. Ja. Da gab es viele, ne, die es irgendwie so kannten dann schon 1-2 Tracks. Ja. Aber du warst einer der wenigen, also viele andere waren auch korrekt, aber du warst halt nicht so Fanboy-mäßig, auch wenn jetzt nicht alle so Fanboy-mäßig waren, aber es kam bei dir natürlicher rüber. Ja. Einfach dieses Anquatschen, ey, yo, bist du nicht der und der? Du hast halt wirklich ernsthaftes Interesse, aber auch, weil du den musikalischen Background hattest. Also das hatte ich mir das Gefühl. Das meinst du, dass weil ich selber Musik gemacht habe? Ja, oder so ein bisschen, es kam mir so ein bisschen so... ich hatte damals schon den Plan, ich war kein Fanboy, ich war Opportunist, da ist was abzugreifen, jetzt sei jetzt nicht so ein cringy Fanboy, sei cool, sei der nächste K1. So. Ja. Nee, aber das fand ich dann direkt sehr angenehm an dir, dass du immer schwer zu sagen, also du bist kein besserer Mensch, nur genau, eben ein medialer Opfer. Genau, manchmal fühlt man sich dann in dieser Situation so, ne, wenn man angesprochen wird, man ist jetzt irgendwie so die Obrigkeit und die anderen erwarten dann so, jetzt spiel in deiner Rolle und bei dir hatte ich nie das Gefühl, dass ich mich jetzt in die GUDG-Rolle oder sowas begeben muss und einfach so, ey, du studierst ja auch hier. So, viele haben mich auch gefragt, hey, warum studierst du? Du bist doch Rapper. Ja, eben. Ich so, so. Ich muss auch irgendwas anderes machen, ne? Absolut. Und bei dir war es halt so selbstverständlich. So, da kamen diese Fragen nicht auf. Ich glaube, das war auch einfach sehr angenehm für mich, dann, dass wir direkt gut gevibed haben. Ja, ich glaube, ich hatte auch ein ganz anderes Verständnis von Musik machen, wie wenig Kohle das teilweise bringt. Eben, auch durch live deine Geschichten, die du gerade erzählt hast. Ich glaube, daher kommt das dann auch, ne, dass du so... Ja. Genau, und dann haben wir zusammen studiert. Und mein Gott, das so fühlt sich so ewig lange her an, Alter. Das ist echt... Dann hast du noch dieses Foto gemacht. Einmal, kann man einmal ein Foto machen oder so. Das stimmt. War ja, ne, das mit war Micha. Nach, ja, mit dem Micha. Shoutout an Micha. Das war dann nach der Vorlesung. Aber an sich, ne, dann haben wir echt, das ist mir jetzt auch erst in der Vorbereitung aufgefallen, wir haben ja nicht direkt angefangen, irgendwie Musik zu machen. Oftmals ist es ja so, man lernt dann irgendjemanden kennen, der auch rappt. Und man macht direkt Musik. Was mir jetzt aufgefallen ist, wir haben ja von Ende 2014 bis... Ende 2015 fast erstmal nur gechillt, uns zweimal die Woche gesehen und im November 2015 kam dann Vince Carter raus von uns beiden. Der erste Song, der ist noch auf YouTube. Ja, Vince Carter. Fliegt wie. Direkt Basketball-Thema hat mich ja sofort abgeholt. Ja, wir waren auch erst Basketball spielen, du warst auch erst so ein bisschen mehr Gast, auch mal in Musikvideos und warst bei Auftritten dabei. Münster 2015. Nee, Münster war ich nicht. Das war Köln. Ich meine gerade Essen, wo ich dich auf die Bühne geholt habe. Das war das erste Mal, dass wir musikalisch was zu tun hatten. Was habe ich da nochmal gespielt? Kein Eis in der Cola Remix. Hatten wir im Sommer 2015 schon gemacht. Stimmt, das war das erste. Junge, meine grauen Zellen gerade mal reaktivieren. Stimmt, Kein Eis in der Cola war, glaube ich, mein erster Hip-Hop-Part wieder. Mit dem Namen Fruity Luke. Ja, ich wollte eigentlich irgendwie Skywalker heißen, aber so hieß schon der damalige DJ von Danny Brown oder der Produzent und es ging für mich dann halt nicht einher. Ich hab mal live gesehen, krass, ja. Ja,
Ja, der war ein großer Fan auch, aber vielleicht habe ich das auch so im Hinterkopf gehabt, dass ich mich Skywalker nennen wollte, aber auch eigentlich voll der blöde Name, so im Endeffekt, so, weißt du? Ich finde so Fruity Loop schon cool. War für die Zeit natürlich dann auch mega passend, ne? So, du warst ja auch im Swag Mob drin. Also genau. Das war eh das Lustige bei uns beiden. Wir hatten schon, wir kannten, obwohl wir uns nicht kannten und auch woanders irgendwie aufgewachsen sind, wir hatten gemeinsame Freunde oder zumindest gemeinsame Bekannte. Wir hatten zusammen eigentlich quasi den ganzen Kult schon. Wir waren im Prinzip in einem Ding, haben wir schon mitgeschwommen und deswegen habe ich dich auch gekannt. Quasi vorher schon, ja, stimmt, das war alles. Also einmal im Privaten, ne? Jetzt, genau. Also natürlich Swag Mob warst du irgendwie auch drin und hast das alles mitverfolgt, aber auch im Privaten, dass du da Leute aus Geldern schon kanntest. Genau, ne? Den Mulle kannte ich schon, auch Hardcore- und Hip-Hop-Fan. Genau, so ganz. Die Welt ist klein. Die Welt ist ein Dorf, das ist crazy, das ist so crazy. Und so haben sich die Wege für uns dann zusammengeführt, genau, und dann. Ich erinnere mich gerne. Wir waren voneinander bestimmt. Ja, war Schicksal. Das war echt Schicksal, ja. Ja, war schön. Schön, dass es so lange gehalten hat. Voll. Ja. Kannst du auch meine Hand jetzt loslassen? sorry. Alles gut. Ey, hier ist so gedämmtes Licht. Stimmt. Hey, ist gut. Genau, und dann, wo ich gerade drauf zu sprechen kam, Essen 2015 da in der... 2015 Weststadthalle, ne? Weststadthalle, ja. Das war geil. Das war in Shanghai, oder? Nee, doch, Weststadthalle. Shanghai. Ja. Wo ich dir auf die Bühne geholt habe. Oh, ich war so aufgeregt. Wo ich dem Türsteher noch sagen musste, den hole ich da gleich auf die Bühne. Ja, aber der ist doch hier noch im Publikum. Ich so, nee, aber der kommt gleich für eine Strophe auf die Bühne und dann verlässt der auch die sofort. Keine Sorge. Ja. Dann habe ich dich da irgendwie noch hoch dann auf die Bühne gebracht. Digga, ich war so aufgeregt. Ich habe dich, es waren so viele Leute da für mich gefühlt. Ich kannte das von Hardcore-Shows dann nur so maximal so 100 Leute. Mhm. Das waren ja, wie viele Leute waren da? Also 400, 300? Ja, ein bisschen mehr. Ich glaube, da passen so 600 rein. Das war packed. Auf jeden Fall. Ja, voll. Dann hast du mich so auf die Bühne geholt. Wegen Moneyboy, muss man sagen. Das klingt jetzt natürlich. So, ich hab dich auf die Bühne geholt. Ja, aber so neben mir waren auch irgendwelche Leute, so waren irgendwie auch so ein bisschen komisch. Und dann hat man auch gemerkt, du hast mich auf die Bühne geholt, trägt so ganz andere Blicke und so. Wie lächerlich das alles ist. Du stehst hinter einem Wellenbrecher auf einer 2 Meter erhöhten Bühne und bist direkt... Geiler, du bist direkt ein geiler Typ. Es ist so lächerlich eigentlich teilweise. Und dann habe ich halt, ich war super aufgeregt, weil ich wollte einfach nicht verkacken. So, meine Freunde waren alle da. Also es waren irgendwie so, ich habe 7 Freunde mitgenommen, so die wussten das gar nicht, glaube ich. Und es war schon lustig. Und dann haben wir kein Eis in der Cola performt. Ja, stimmt. Das nicht Vince Carter. Vince Carter war unser erster richtiger Solo-Song zusammen. Genau. Kein Eis in der Cola-Remix, richtig. Das war auch eigentlich ein ganz stabiler Part, das weiß ich auch noch. Auch cooler Song, check den ab. Kein Eis in der Cola, ja. 2015. Yo, und dann hat sich unser Output sowas von multipliziert. Man kann jetzt nicht mehr auf jeden einzelnen Song eingehen. Können wir gar nicht, nee. Bernd Stromberg, daran erinnere ich mich noch gerne, dann Sommer später, also Sommer 2016. Es hat Spaß gemacht, den aufzunehmen. Du warst dann 2015 auf dem Tiertape bei mir drauf. Auch deine ersten Solo-Sachen kamen. Auf EP kam dann so 2017 dann raus. Genau. Genau, und 2017 war dann die Erlebnistour für uns auch nochmal so ein neuer Step im Frühling, eine gemeinsame Tour zu spielen, ne? Mit Bloody und Nico Fiasco und 8 Moss. Ah, zu 8 Moss, genau. Jetzt habe ich den Faden wieder zurück. Ja. Wie ich 8 Moss kennengelernt habe, war ja auch episch. Habe ja durch dich kennengelernt. Durch mich war das durch dich kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau. Ich weiß nämlich noch ganz genau, wie es war mit meinem Elefantengedächtnis. wir waren auf dem Weg zu dieser Kunstausstellung. Ach, scheiße. Also kann man jetzt nicht zu viel von erzählen, aber auf jeden Fall. In Brühl. Köln-Brühl. Wir wollten eine Bekannte besuchen. Oh, eine bekannte Künstlerin. Eine bekannte, Und du hast gesagt, ich habe noch einen Kumpel aus Köln hier eingeladen. Und zwei Kumpels. Aaron, natürlich, stimmt. Aaron wusste, wir gehen auf diese Kunstausstellung. Nur Atmos nicht. Und Atmos nicht. Und Atmos dachte, wir gehen jetzt fett einen saufen. Und dann, Alkohol. Ja, natürlich, das war komplett freaky dort. Also, es war ein richtig geiler Abend. Dafür geht man doch auch auf Kunstausstellungen. Natürlich, um gratis sich komplett wegzuschießen. Ne? Nee, und dann weiß ich noch, also ich stelle mich vor, hi, ich bin Marc, yo, Christian und dann, also, yo, wo gehen wir jetzt hin? Fragt Aiden Moss.
Ja, wir gehen auf die Kunstausstellung da, die eine da von Smoke, die Person, die Smoke da trifft, die Künstlerin, bla bla bla. Und, nee, wie jetzt Kunstausstellung oder was? Wollt ihr mich verarschen, so Samstagabends? Da hat man anderes vorgehabt, ne? Aber das war ja im Endeffekt, es war einfach so episch dort. Ich glaube, wir waren die normalsten Menschen gefühlt. Diese es war so voll viele Kunst. Die Künstlerbubble. Wichser, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Die waren anders. Arrogante, so. Das ist auch, keine Ahnung, das ist auch nicht unser Gebiet, Digga. Nee. Ich meine, nur so habe ich 8 Boss kennengelernt und daraus ist ja auch so viel entstanden. Allein dieses Trio aus uns dreien, ne? 8 Boss. Ja. Mit den ganzen Beats, Kaber zum Barbecue, was wir 2015 auf die Beine gestellt haben. Da hast du noch so viele Leute mitgebracht, dass wir da diese Villa von den Leuten da richtig. Auch in Köln. Das hat sich sehr viel in Köln abgespielt. Ja. Schöne Zeit auf jeden Fall, ne? Auch diese ganzen Affiliates dann irgendwie am Start gewesen. Ja, wir veränderten einiges. Die EP, die kam auch noch vor Vince Carter raus, fällt mir gerade auf. Ja, aber das war ja. Das war ja wirklich. Also wir wollten so auf so richtig tryhard irgendwie lustig sein. Ja, das war alles 8 Moss Schuld. Ja. Der hat ja auch die Texte geschrieben. Ja, eben, ne? So, wir haben da. Ja, wirklich. Das war ja ganz schlimm. Das war, muss ich auch nochmal jetzt rückblickend betrachten, so, man macht es irgendwie, ist jetzt auch nicht schlimm, nur. Ich schäme mich jetzt auch nicht, nur es ist halt es ist halt schon irgendwie cringe. Es ist peinlich, es ist sowas von. Aber man muss dazu stehen. Es ist postpubertärer Müll. Postpubertärer Müll. Das ist genau das, Alter. Kacke, die rauskam. Wir haben auf die Kacke gehauen und haben auch über die Zeit auch einfach genug. Hätte man uns damals gesagt, so ihr werdet irgendwann mal irgendwie politische Musik machen mit. über mehrere Ecken Texte schreiben, über tiefgründige Sachen schreiben. Hast du damals schon gemacht? Du aber ja nicht. Ich nicht, ich hab nur über Kack gerappt. Nein. Aber da hätte ich auch gesagt, ja, weiß ich nicht, ob ich das irgendwann mal im Hip-Hop war für mich immer so dieser lustige Ausgleich. Mhm. Und ich habe nie gedacht, dass ich das irgendwann mal weitermache. Ich dachte, damals war ich fest davon überzeugt, das mit der Band wird jetzt so weitergehen und ich werde immer in der Hardcore-Szene oder Punk-Szene irgendwie sein und hätte nicht gedacht, dass es mit dem Hip-Hop-Ding dann so weitergeht. Genau, so, weißt du? Das ist ja auch dann die Entwicklung. Auch 2016 hast du auch viel rumprobiert, haben Auftritte gespielt im Hotel Shanghai, da in Dienstlaken. Stimmt. Wir waren in Hannover da, Club Linden. Wir waren in Köln, also wir waren in sehr, sehr vielen Städten und dann... Berlin, dann, genau, Hamburg. Erlebnistour 2017. Hamburg waren wir nicht, Leipzig. Genau. Genau, das. Ach, überall, ne? Überall, in jeder Tankstelle haben wir damals gespielt. Gott. Du hast gepaid. Nee, und dann Erlebnistour, glaube ich, war dann für dich vielleicht auch nochmal so vielleicht das Gefühl so, okay, auch wieder nur Support, ne? Aber. Es war aber ein dankbarer Support. Dankbarer Support, weil alle kannten dich, oder viele kannten dich ja dann von mir irgendwie und wussten, okay, das ist halt der gehört zum Label. Also der Label, gehört, als ja, welchen ja, Label, genau, aber der gehört dazu, wie man so den denkt. Respektieren, zu, genau. Den respektieren wir jetzt, den hören wir uns auch an. Und das war ein ganz anderes Mindset, das ich auf dieser Tour auch irgendwie mitgenommen habe, was ich dann auch im Endeffekt ein bisschen dankbarer fand. München war ein cooler Auftritt, wo man halt auf die Bühne geht und merkt, wow, okay, Alter, die kennen dich und die kennen deine Texte und es ist nicht mehr so. Die sind am Start. Ja. Klar musst du überzeugen, natürlich, aber es ist nicht mehr so, du stellst dich jetzt jedes Mal aufs Neue vor, musst jetzt alle hier bis ins hinterletzten Zentimeter überzeugen. Und das war immer sehr schön, dass man auch mal so einfach ein Konzert spielen kann. Ja. Ohne die ganze Zeit zu denken, so, ich muss jetzt performen, ich muss du jetzt warst überzeugen, ja auch, so, weißt du? Ja, du warst ja auch immer eine sehr, sehr dankbare Vorgruppe für mich, weil du bringst die Energie auf die Bühne und manchmal hatte man ein bisschen eine verhaltenere Crowd und du hast sie dann wirklich für mich auch oder so zur Bühne rangeholt. Hat kann man auch mal Danke manchmal, sagen. Ne? Einmal, ihr wollt, das wollte ich gerade damit sagen. Danke. Vielen lieben Dank, lieber Fruity Luke. Genau, 2017, glaube ich, war für dich dann auch einfach so ein emanzipierendes Jahr. Natürlich warst du irgendwie Support bei mir dabei, aber du sagtest dann auch die ganze Zeit sowas von, ich muss mich so ein bisschen von dir lösen, Smoke, weil es war dann noch zu sehr in meinem Kosmos drin. Und das fand ich sehr gut, dass du da irgendwie dann noch geschafft hast, dann noch selber noch mehr auf die Beine zu stellen mit der Aufruhr-EP mit Benji Bizzle und 8 Moss. Natürlich liebe Grüße an die beiden. Ganz liebe Grüße. Ne, dass ihr da einfach ein eigenes Projekt hattet, so nicht anders, die Hitsingle, hiphop.de, Videopremiere. Genau. Und das war auch gut für mich, dass ich da auch einfach mal so kurz, also ich war ja nicht freundschaftlich raus, ich war nur künstlerisch raus. Das
ne, also hat dich, glaube ich, dann zum ersten Mal auch wirklich zum richtigen Solo-Künstler gemacht, sag ich mal. Ich wollte das ja auch so. Ich hatte, ja. ich bin auch kein, vielleicht ist da auch das Ego zu groß, ich weiß es nicht, aber ich wollte nicht immer so, ach, der von ja. sein, so, weil ich auch ein eigenständiger Künstler bin, ich habe was zu sagen, ich habe so viel Musik gehört, ich habe so viel Musik gemacht auch irgendwie in meinem Leben und ich hatte einfach mal Bock, mich zu trauen. Es war auch so ein bisschen trauen. So, früher wurde ja auch noch viel über einen geredet und man muss sich dann so davon lösen. Ich habe auch durch dieses Ganze, diese, wie du sagst, musikalische Emanzipation dadurch gelernt, einfach echt mal einen Fick zu geben. Ich war früher sehr, sehr verhalten. Was denkt XY über mich? Wie ist die Meinung? Und dann habe ich echt angefangen zu lernen, so, ey, ist doch scheißegal, Alter. Mach doch einfach, worauf du Bock hast. Bis heute haben sich sehr viele Barrikaden in mir gelöst und ich mache mittlerweile so endlich, glaube ich, kann ich das echt sagen, ich mache Musik, wo ich echt sage, ey, geil, also das freut mich, was ich gerade mache. Ich gebe nicht, um sich selber geil zu finden, ne? Ich glaube, das ist ein gutes Learning vielleicht hier aus diesem Podcast für manche. Nee, Musik sich so macht, musikalisch genau, zu, so ein bisschen genau. zu, nicht profilieren, sondern sich zu wie nennt man das? So? Naja, einfach, ich würde jetzt so sagen, wenn man Kunst macht, in unserem Falle Musik, ist einfach ein schönes Gefühl, was zu erschaffen. Genau, und sich auch das, was zu trauen und genau, nicht zu denken genau. so, ach, das kommt nicht an ja. oder das passt jetzt nicht zu dir. So, da warst du ein großes Vorbild, sage ich mal, einfach den Scheiß zu machen. Und du hast mich da auf den genau richtigen Weg gebracht, mich da musikalisch auszuleben, meinen Scheiß zu machen. Und ja, ich bin auch, es hört sich jetzt so blöd an und so pathetisch, aber ich bin schon stolz, was so 2020 so gemacht habe, manche Einschnitte gemacht und nicht mehr diesen Sauf-Rap nur gemacht, sodass man sich was traut, dass man was macht und auch mal gesungen zu haben. Und ja, das musst du eh noch mehr machen, das sage ich dir jedes Mal, liebe Leute, Fruity Luke, ein großes Gesangstalent, auf jeden Fall. Deutsche R. Kelly. Was? Nein. Nein. Deutsche Neo. Deutsche Neo, genau. Deutsche genau. Neo. Nee. Ja. Ascher vielleicht auch, so deutsche Ascher. Deutsche Ascher. Ja. Aber da bist du schon ein bisschen vorgeprescht jetzt im Jahr 2020. Alles gut, hier wird chronologisch immer abgearbeitet. Sorry, ja. Die Leute kennen diesen verfickten Podcast mittlerweile. Also es ist einfach kein dummer Erotik-Talk, es ist halt wirklich, nee. Ja, wie so eine ganze Legacy besprechen. Ja. Genau, wir sind im Jahr 2017 angelangt und ja, genau, deine Emanzipation, 2018 ging es weiter, da hast du mit der BLK-Gang das Weirdos-Release gehabt, auch mit 8 Moss und Benji Bizzle. Genau. Da habt ihr auch einfach, ja, euch dann auch eigene Auftritte ermöglichen können, ne, so, es war einfach so. Viel in Düsseldorf genau, gespielt. Genau, so solche Sachen einfach. Viel im Umland. Diesen realen Underground Shit noch gemacht, so den ich immer noch auch natürlich auch gemacht habe, auch zu der Zeit gemacht habe, nur bei euch war es einfach noch ein bisschen echter und roher, weil es einfach so es war sehr chaotisch, die genau, Zeit genau, es war so ein richtiges Gang-Ding, weißt du? Es war so ein Gang-Ding, ich bin damit reingerutscht, ich habe noch sehr, sehr viel Liebe für die Jungs, es war sehr chaotisch, es war eine schöne Zeit, ich habe bei denen auch wirklich so meine Technik so verbessert, das war so eine positive Competition, ich bin da ins Studio reingekommen, so. Und ich habe teilweise wirklich meinen Text umgeschrieben, wo Stan irgendwie was vorgelegt hat und ich war so, boah, krass, Alter, das kannst du jetzt so nicht. Das war eine coole, positive Competition, ich habe da super viel mit rausgenommen. Dieses Gang-Ding, ja, ich sehe das immer so ein bisschen verhalten. So, ich möchte mich als Künstler selber irgendwie darstellen, ich brauche da keine Gang. Ich habe immer meine DJs, das sind meine besten Freunde immer gewesen, so wie jetzt auch zum Beispiel Mike, MRBX, da trete ich gerne wie eine Band auf, gehe live auf die Bühne und dann ist das unser Ding, ist das unser musikalisches Projekt, aber diesen Gang-Gedanken, der ist so, ich bin ein bisschen daraus gewachsen. Ja, krass, ja, das war schon Thema im vorherigen Podcast, werden es vielleicht gehört haben, ja, dass bei mir auch so das Gleiche war und mit Yannick hast du das. Genau, mit Yannick, mit Jule jetzt auch zuletzt und interessant, ja, irgendwie. Das ist auch gar nicht böse gemeint, das ist nur so, ich habe einfach Bock, nur von mir selber abhängig zu sein, klar, von meinem Produzenten natürlich auch, aber ich bin nur dafür zuständig, was ich gerade mache, für die Texte, worauf ich Bock habe und fertig ist so. Ja. Ich muss jetzt nicht noch irgendwie auf einen Feature-Part irgendwie die ganze Zeit warten oder du weißt, was ich meine, glaube ich. Voll, natürlich, das hat ja was auch, ne, Emanzipation zu tun, dass du wirklich ein gestandener Künstler bist und deshalb habe ich dir auch die Ehre quasi
erwiesen, dass du auch Gast bei meinem Kalender bist, weil das verdient man sich nicht mal nur eben so, weil man mein Freund ist, sondern... Ich bin auch wirklich stolz. Ne, weil du auch wirklich vor allem dann auch 2019 mit Frech to Death und halt 2020, also letztes Jahr, das ist ja ein frisches Release aus dem November. Crazy, ne? Ja, einfach eine gute, schon mal zwei von drei von dieser gibt es eine Trilogie eigentlich dazu? Es wird eine, ja, auf jeden Fall. Ja, alle guten Dinge sind drei. Ja, genau. Also schon mal zwei von drei hast du abgeliefert drei, und genau. Auch dieses, das meinte ich gerade, diese Steigerung von 2019, was du hier bei mir viel aufgenommen hattest, Spritwoche ist da entstanden beispielsweise. Ja. Genau. Und dann haben wir das released gemeinsam und dann jetzt dennoch hast du dir auch gedacht, ja, ich will es doch mal upsteppen und ne, hast mit besseren Engineers zusammengearbeitet, absolut. Wie Phil Chef, schöne Grüße. Genau, dass einfach, dass der Sound immer fetter wird und ich glaube, da ist bei dir auch so wirklich das Sky's the Limit, dass man... Ja, das war krass mit Phil. Mike hat auch einen unfassbaren Sprung gemacht als Musiker, super viele Placements gelandet, wir haben uns beide gepusht, unfassbar. Ich war so motiviert von Mike, weil er so ein interessanter Musiker auch ist, ein interessanter Beatproduzent, weil er so viel hustelt, er hat immer so viel gemacht und ich war davon angetrieben, immer weiterzumachen. Ja, natürlich auch durch dich, aber auch am meisten echt von Mike. Mit Mike haben wir das zusammen durchgezogen, es war ein schönes Projekt und am Ende, wo Phil Chef das gemastert hat, ich habe gedacht, so, okay, das ist so ein Trademark-Sound, so, das ist genau das, was ich will, dieses Ruffe vom Hardcore noch irgendwie was haben, so dieses punkige, es ist auch mehr eher so in Richtung, klar, es ist ein Hip-Hop-Album, aber vom Soundbild... Das ist es ja, du kehrst wieder ein bisschen mehr zurück zu dieser Hardcore-Zeit, auch dank des Soundbildes, was wir gemeinsam halt mit Frech to Death 1 angerissen haben, Spritwoch, ne, und Hansa Pilz und die anderen Songs, aber jetzt wird es noch konsequenter gemacht, deshalb bin ich da sehr gespannt, was Teil 3 wird in Zukunft kommen wird, auch wenn du jetzt nicht nur Hardcore-Shit machen willst. Aber Teil 3 wird auch wirklich, ich werde das ganze Ding auf die Spitze treiben, so, geil. Ich habe so viele Visionen auch wieder gerade, du glaubst es gar nicht, ich will nicht zu viel verraten, man macht oder zu viel versprechen oder was weiß ich. Ich glaube auch, so ein Album ist für manche, da ist man auch erstmal platt. Ich habe aber Ideen und ich will das umsetzen und ich habe da auch richtig Bock drauf, das ganze Ding, dem wirklich eine Krone aufzusetzen. Ja, das ist bei dir ja auch mal so, jede Woche, wir korrespondieren ja beinahe täglich. Absolut, und auch natürlich nicht nur über Musik, aber ist dann irgendwie immer ein Schwerpunkt bei uns, logisch. Ja, und dann sagst du jede Woche so, yo, ich habe eine neue Idee und ich will das machen und jenes machen. Da merke ich einfach gewisses Feuer, was bei dir... Erst jetzt ja durch die letzten zwei Jahre so richtig. Durch Corona eigentlich. Ja, ich bin ganz ehrlich, also 2019 haben wir Frech to Death 1 rausgebracht, so glaube ich im August. Das war für mich irgendwie so, ja, ich will jetzt eigentlich weitermachen. Mhm. Dann kam ja erstmal bis 2020 November nichts und es war auch gut so. Für mich war die Pandemie das Beste, was mir musikalisch passieren konnte. Ich habe mich zurückgesetzt, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was will ich machen, in was für eine Richtung will ich gehen. Ich habe jetzt vielleicht nicht den Plan für die nächsten Jahre vorgemacht, aber ich will auch einfach mal Grenzen überschreiten. Ich will irgendwas machen, worauf ich Bock habe. Ich will mich nicht an irgendwelche Hip-Hop-Referenzen nur halten. Ich will einfach das machen, worauf ich Bock habe. Das hört sich immer so, das will ja jeder Künstler irgendwie. Ja, aber das ist so Pressetext-standardmäßig. Das hört sich wirklich so Pressetext-mäßig an. Mäßig. Aber die sagen Leute auch immer so, mach doch mal dies, mach doch mal das. So, nee, Alter, ich hab da keinen Bock drauf. Nee, finde ich gut. Du musst diese Punk-Attitüde oder diese Hardcore-Attitüde, ja, genau, das meine ich halt eher damit beibehalten werden. Ja, genau. Fruity Luke ersetzt sich durch, er ist der Einzige, der sich verwirklicht. Ja, voll. Oh, so meine ich das jetzt. Ja, nicht. Die Leute haben schon ausgeschaltet nach deiner Eigenwerbung. Nee, noch so einer. Oh. Noch so einer. Ja, wirklich. Boah, ist der pathetisch cringe. Ey. Ja, echt cringy. Aber was gerade wirklich cringe ist, das können die Leute nicht sehen, weil es hier nur eine Audioaufnahme ist und deine Koteletten. Mois, was wird das? Du hast mich ja heute ja wirklich mit überrascht. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das geil. Also, mich schiebt das unnormal an. Ja. Ich weiß nicht, der Schnurrbart ist da eh schon so ein kleines Markenzeichen bei mir geworden. Ich habe jetzt Bock auf Koteletten gehabt. Ich habe gestern Natural Born Killers geguckt. Da hat Tommy Lee Jones das gerockt. Und ich dachte mir, ach, das schneide ich mir morgen auch, habe ich zu meinem Kumpel Finn gesagt.
Und jetzt habe ich es gemacht. Krass. Ich bin total crazy, total verrückt. Oh, was macht der am nächsten Tag, der Typ? Du bist gemacht für Instagram. Ich bin so ein Kunsttyp, weißt du? Ja. Seele auf Seele. Das kann man nicht haben. Feingeister. Hätte das ist so ein Feingeister, der jetzt sogar ins Mikrofon sprüht. Leute, ihr checkt das gar nicht, ihr auf welchem Planeten wir gerade sind. Ihr checkt den Frotec nicht. Das ist verrückt. Künstler. Oh, ich muss meine Hose öffnen. Ich muss mir einen runterholen. Jetzt hör auf. Ich muss mir kurz einen runterholen. Ich fühl's gerade so hart. Ja, diese Energie, diese Kreativität. Oh. Nee, komm, ich mach wieder zu. Aua. Oh, Frotec, ey. Oh. Was ein verfickter Schnack hier mit dir. Absolut, ey. Wir haben so viel gemeinsam erlebt. Bin so angeschoben gerade. Was ist so deine Favorite Story, die du mit mir erlebt hast? Also jetzt. Meine Favorite Story mit dir? Ja, vielleicht dürfen wir jetzt nicht so privat werden, aber was ist so der ikonischste Fruity Luke MC Smoke Moment, sagen wir jetzt mal so im musikalischen Kontext, jetzt nicht privat, weil wir ja auch Leute jetzt nicht einbinden wollen, die kein öffentliches. Also bin ich jetzt gar nicht vorbereitet. Okay. Es gibt so viele lustige Storys von uns, alleine von der Tour irgendwie, auch wo man echt so komplett, also so, wo war das nochmal? In Geldern? Im Maxim oder so? Oh ja, das Homecoming. Das ist der erste. Ja, davor, der erste, ja, ja. Wow. Junge. Also es war so, das muss ich erzählen, also das war so ein Auftritt. Ich war ja nie so besoffen eigentlich. Und ich bin da so strunzbesoffen. Also wirklich so 10, sagen wir mal so 9 von 10. 10 von 10 ist schon so auf dem Boden kotzen. Und ich war so 9 von 10 aufgetreten. So, ich habe in der Hook den Part gerappt. Ja. Ich habe das Mikrofon war aus. Ich habe vergessen, das Mikrofon anzumachen. Dann hast du meinen Part noch gerappt, hast mich so angeguckt. Ihr mit kein Eis in der Cola Remix. Ja. Und ich guck so auch, ich habe mich voll geschämt. So voll besoffen versucht, das Mic anzumachen. Da meinte Aidmos schon, das ist an. So, dann habe ich versucht einzurappen, da war der Part schon vorbei. Und das war so peinlich. Und danach habe ich mir auch gedacht, so, du gehst nie wieder so besoffen auf die Bühne. Und zack, in Leipzig, weißt du das noch? Boah, Junge, Leipzig. Oh. Das war ja noch. Leipzig war ich auch so unfassbar. Das war dein Next Level. Also, was da passiert ist, da gehen wir schon in den privaten Bereich rein. Ja. Aber auf der Bühne, bleiben auf der Bühne. Auf der Bühne, ja, privat auch schwierig. Schwieriges Zeiten gewesen. Wir haben dazugelernt, wie man sich richtig verhält. Ja, das muss ich auch echt sagen. Da bin ich dankbar, weil ich irgendwie dörflich aufgewachsen bin und männliches Benehmen teilweise durch Freunde und Bekannte irgendwie anders kennengelernt habe, Es war schon ziemliches männliches Affengehabe, peinlich besoffen, so. Ich habe so viel Scheiße gebaut, als ich besoffen war, ne? Das ist so. Das sind so Storys, eine Top-Story mit dir. Wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, fällt mir bestimmt was ein, aber das sind so. Ich habe eine. Hast du eine? Ich habe eine. Also klar, mit den ganzen Auftritten und ich war ja in diesem Maxim-Auftritt auch ein Jahr später. Ich weiß doch, ich konnte auf der Bühne nicht mehr stehen. Ich habe dreimal hintereinander, hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da gespielt. Der ganze Marktplatz war voll, hat auf meinen Auftritt gefühlt gewartet. Oder, ne? Du hast umgekippt bist und so. Ja, Junge, ich konnte nicht mehr gerade stehen. Also daraus lernt man auch irgendwie und das habe ich auch komplett abgesperrt. Du bist quasi Amy Winehouse des Deutschen. Du kippst ständig um. Ja, wirklich, es war immer zu viel Konsum, aber das ist komplett alles weg. Also das kann ich jetzt auch mit reinem Gewissen, wie Christoph Daum sagt, ist alles vorbei. Mein Augenlicht meiner Kinder. Ja, genau. Nee, eine meiner Favorite Stories, also es gibt ja etliche, aber eine ist, die führt mich auch wieder zurück zum Kalender, weil sie auch noch sehr frisch ist, war der Drehabend zum Promo-Video für den Kalender, der jetzt vor einem Monat rauskam. Junge, wir beide im Bett. Oh, super. Das war, glaube ich, doch mal eine. Da sind wir uns doch mal so ein bisschen näher. Ja, gekommen, das wollte ich gerade sagen. Das war so, okay. Das war krass, ne? Wir haben ja, also. Wir kennen uns jetzt seit 6 Jahren. Ja.
Ich kenne uns seit 6 Jahren und ich lag noch nie mit ich lag noch nie mit dir. War nur in Boxershorts. Ah, ja, ich wollte, ich habe jetzt mal für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe ja eigentlich nur mein T-Shirt ausgezogen und dann meinte Marc, kannst du jetzt nicht mit deiner Straßenhose jetzt hier im Bett liegen. Ist ja, so dreckig, Junge. Dreckig, ja, klar. Und dachte mir so, okay. So, dann lag ich halt echt neben dir so. Nebenbei fand ich ja noch okay. Ne? Also es ist alles okay, nicht missverstehen. Also, aber es ist halt komisch, wenn man so befreundet ist. Ja, natürlich. Und wir haben keine homosexuellen Neigungen so zueinander. Ja, ne? Das ist ja zu dir jetzt nicht, aber da dachte ich, also ich stehe halt nicht auf dich, Marc. Du bist echt nicht mein Type. Es war halt so crazy, jetzt so einen Schritt zu gehen. Und ich fand es irgendwie dann... Es ist auch so ein bisschen Grenzen überschreiten. Ja, voll. Als Hetero auch wächst man auch in so ein Ding rein. Es ist komisch. Ich glaube, wir sind dabei noch so ein bisschen anders als viele andere Männer, die dann irgendwie, weiß ich nicht, auch so Angst vor Pimmeln haben. Umarmen ist bei Männern schon manchmal. Ja, mit deinem Vater. So, 3 Sekunden ist aber auch Stopp. So, wenn du Mann, komm mal her, Junge, nee, so, ne, ja. Du hast den Arm genommen. Aber wenn du jetzt einen Mann zu lange umarmst, so, jetzt ist aber mal gut hier, jetzt zeigen wir noch Gefühle. Ich glaube, da sind wir schon ein bisschen anders. Aber dann merkt, ich glaube, auch in der Situation haben wir beide auch nochmal gemerkt, so, okay, das ist jetzt echt, ist irgendwie. Es war komisch, krass, weil wir lagen so, nackt nur im Boxershot. Du lagst ja auf mir für die Szene zum Schluss. Dir, mein Penis hat. Lag wir, auf. Ja, wir hatten wirklich sehr engen Kontakt. Sehr eng. Also für mich ist es überhaupt nicht befremdlich, finde es auch überhaupt nicht schlimm. Im Endeffekt schlimm, aber war es eine schöne Erfahrung. War eine schöne Erfahrung, aber es hat uns echt nochmal richtig fest zusammenwachsen lassen. Also das ist vielleicht auch so ein kleines Learning hier aus dieser Session. Ja, aber wirklich mal, liebe befreundeten Männer, die das jetzt gerade hier hören, so legt euch einfach mal so für 3 Minuten aufeinander und fühlt eure Körper. Absolut. Ohne jetzt fühlt zu euch denken. Lernt euch mal ein bisschen selber kennen. Ja, ne? Das ist interessant. Lernt euch mal ein bisschen selber kennen. Ihr kennt euch gar nicht. Ja, wirklich. Und ihr kennt euren besten Freund auch gar nicht. Eben, erst durch sowas. Ne? Das ist so, wir machen Rap wieder soft, wieder weicher. Wieder weich, ja. Ne? Also, oh, schön. Schön, ja. Mit dem Stichwort können wir das Ding auf jeden Fall jetzt mit gutem Gewissen beenden, Fruity Luke. Oder möchtest du noch was sagen? Mit sehr gutem Gewissen. Ich finde, das ist ein schönes... Ja. Also ich kann echt nur sagen, Leute, seid nicht so verharrt. Ja. Nehmt euren besten Freund, eure beste Freundin, nehmt sie in den Arm. Vielleicht jetzt nicht im Moment. Ja, genau, ja. Corona. Stimmt. Aber es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Ihr wisst, was wir meinen, ne? Vielleicht auch mal mental in den Arm nehmen. Oder einfach den MC Smoke Erotikkalender holen und schöne Männer, aber natürlich auch Frauen, die dabei sind, sich ansehen und auch einfach wieder Nähe spüren. Und auch, ne, ich lese das auch noch manchmal so in den Kommentaren oder irgendwie so, ich glaub, du Kalender hast auch viele Ehen wieder zusammengebracht. Das definitiv auch, dieses Negative, so, oh, das ist ja schwul. Ich so, hä, erstmal, ist erst mal schwul was ist negativ? Schwul? Ist das jetzt schlimm? Und es ist doch einfach nur mein nackter Körper und, ja, so bin ich halt von Natur aus. Ja, das du bist bin ich. Ein schöner, attraktiver Mann. Ach, aber jetzt so plötzlich. Aber nicht dein Typ, oder wie? Marc, du bist platonisch attraktiv. Okay, wir haben es verstanden. Ich kann dir nicht platonisch einen blasen. Sorry, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Du musst jetzt doch gar nicht so drauf. Nee, das ist ja dein männlicher Stolz gerade, ne? Affe, ja. Ist okay, alles cool. liebe Leute, holt euch den Erotikkalender. Wirklich, Fruity Luke ist auch mit dabei. Und www.mcsmoke.de, ihr kennt mittlerweile die Adresse. Die Dauerwerbesendung Verfickter Schnack, der Podcast geht weiter. Vielen Dank, Fruity Luke. Danke für die Einblicke in unsere schöne Vita, die wir jetzt echt in 50 Minuten, 50 Minuten haben geschafft haben. Ich habe ja echt gedacht zu Anfang, wir machen 5 Stunden, weil wenn wir einmal anfangen, das ist ja, aber Stammtisch. Ja, wir haben natürlich vieles übersprungen. Ja, sorry. Für euer Entertainment, damit ihr auch noch heute einen anderen Podcast hören könnt. Genau. Im Podcast-Wahn. Ihr könnt euch jetzt den... Ich sage jetzt keinen Namen. Nee, da habe ich jetzt auch gar keine Lust drauf, jetzt doch irgendjemand hier eine Plattform zum Ende meines Erfolgs-Podcasts zu geben. Ich gebe noch mal schöne Grüße an MRBX, möchte ich kennen. MRBX, auf jeden Fall, checkt seinen YouTube-Kanal, abonniert ihn und... Luca Bazooka, weil ich dich immer vergessen habe zu erwähnen. Ich Luca. Ein ganz großes Küsschen, mein Junge. Definitiv. Der kriegt noch einen Kalender. Ja, ja.
Und ich grüße. Ich grüße, ja, meinen Vater. Hi, Papa. Halt durch. Ja. Halt durch, bist du mit viel am Arbeiten. Ja, wirklich. Shoutout an deinen Vater. Hab dich lieb. Der leistet noch wirklich was Wichtiges in unserer Gesellschaft. Absolut. Auch Mama. Wollen wir einmal probieren? Einmal probieren. Corona-Weiß, applaudieren.